Hallo meine lieben YouTube-Freunde, Criss Cross mit einem weiteren eFootball 2024 Video für euch. In diesem Video möchte ich euch vorstellen, was ist alles neu, was hat sich verändert zum Vorgänger? Ja, womit könnt ihr jetzt rechnen, Leute? Welche Anpassungen wurden gemacht? Wie sieht das Menü aus? Welche Features muss man wissen? Was ist alles dazugekommen? Einfach der komplette Inhalt. Ja, es wird weitere Videos geben, Einsteiger-Tutorials, was mache ich als erstes und so weiter, Leute, ne? First Look-mäßig, wie geht ihr da rein? Aber ich möchte euch dieses Update nochmal vorstellen für alle, die jetzt schon lange nicht mehr gezockt haben, die gesagt haben, boah, nee, interessiert mich nicht. Und die jetzt einfach mal wissen wollen, was ist überhaupt dazugekommen, welche Inhalte sind im Game. Das werden wir jetzt besprechen, Leute. Let's go. Ach so, liken an dieser Stelle. Immer wichtig, Leute, ne? Kostenlos diesen Kanal abonnieren, mich live auf Twitch sehen, Leute. In der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Wir gehen mal rein ins Game. Ihr seht hier schon die neuen Epic-Karten. Die sind, finde ich, sensationell geworden. Wirklich super Karten. Also wer auf Karten steht, der wird sich verlieben, Leute. Geile Karten. Das sind hier die neuen Booster. Ja, zu den Booster komme ich gleich noch, was das im Einzelnen bedeutet, Leute. Hier zum Beispiel ein Oliver Kahn. Mega. Ja, ihr könnt den Boost aktivieren, indem ihr auf R1 drückt hier. Dann seht ihr, dass bei den Torwartfähigkeiten ist so ein grüner Punkt davor. Und dann haben die auch immer diesen Boost aktiv. Das heißt, die bekommen nochmal einen höheren Wert im Endeffekt. Ne? So geht Oli Kahn, ich glaube, bei mir auf 101, 102, so wie ich ihn gelevelt habe. Heftig. Also, dieses neue Kartendesign ist auf jeden Fall fresh. Da haben sie sich Mühe gegeben, Leute. Die sehen sehr, sehr geil aus, diese Karten. Ne? Ja, das ganze Menü ist jetzt bunt. Ja, der Hintergrund stylischer, dunkel. Ja, alles ist schön augenfreundlich, außer diese bunten Farben hier. Das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gewählt. Das ist mir zu bunt. Ansonsten ist alles sehr schick, Leute, ne? Ja, das ganze Menü ist schick gehalten. Hier habt ihr neue Ziele am Start. Ja, zur Messi Edition gibt es da neue Startup-Ziele. Also auf jeden Fall alles erfüllen. Erstmal guck mal hier. Ich habe schon fast alles erfüllt. Geht da rein. Es gibt immer EP und GP-Belohnungen. Wir haben einen neuen Matchpass am Start, Leute. Ja, ich habe den auf jeden Fall gekauft auch. Ihr bekommt den Son dazu, diesen Captain Son. Und ihr bekommt Van Dijk. Das Geile ist, Leute, dass hier der Vorteilspass und Premiumpass nicht viel gekostet haben. Ihr bekommt 50% Erlass. Ja, ich habe 750 GP, glaube 750 Coins insgesamt gezahlt. Und wenn man sich das mal ausrechnet hier, wie viel Coins man hier earnt, ich glaube um die 550, gebt ihr eigentlich für den Matchpass nur 200 Coins aus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also für 2 Euro bekommt ihr den kompletten Spaß hier und 2 geile Player dazu, Leute. Ne? Ja, ihr bekommt hier für 5000 eFootball Points, bekommt ihr hier den Barry. Das finde ich ein bisschen kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Barry, ich weiß gar nicht, ob er sich lohnt. Ich hole ihn nicht. Ihr habt 52.300 eFootball Points. Das sind die pinken Points oben rechts in der Ecke, Leute. Ich weiß nicht, ob er sich lohnt. Ich kaufe mir jetzt erstmal nicht. Hier könnt ihr die eFootball Points aber auch verwenden. Da hat sich wirklich nicht viel getan. Da hätte ich zum Start mehr erwartet. Da hätten sie auf jeden Fall mehr bringen müssen, Leute. Das ist eigentlich alles gleich geblieben. Das Trikot hier hatten wir ja schon gekauft. Und auch noch ein weiteres haben wir im Main Account. Und da gibt es das neue eFootball Trikot, das auch schon bekannt ist, ne? Mit diesen geilen eFootball Farben erst demnächst, Leute, im Update. Hier unter Gegenständen ist auch nichts anderes verfügbar. Ich finde die Vertragsverlängerungstickets von 60 Tagen viel zu teuer. Auf keinen Fall für 25.000 kaufen. Lieber den Matchpass günstig ersteigern oder ergrinden mit den Coins, Leute. Auf gar keinen Fall da reingehen. Ne? Menütechnisch hat sich nicht viel verändert. Ja, man geht hier in die Benutzerinfos rein. Da kann man dann die Benutzerinfo oder Partienverlauf sehen, Leute. Ganz normal auch. Ne? Also hier ist der Shop. Hier könnt ihr die Coins kaufen. Pakete sind nicht verfügbar bisher. Ja, das sind die Missionen und das ist die eFootball World. Ne? Was neu dazugekommen ist, und das ist ein sehr, sehr geiles Feature. Erstmal hier im Hintergrund seht ihr das, Leute. Ich kann auch euch nochmal mein Main Team zeigen. Ich habe schon ein heftiges, krankes Team am Start. Hier habe ich auch die ganzen anderen Teams, die ich besitze, am Start. Und dann sieht man auch schon das neue Feature, dass man das jetzt individuell gestalten kann, Leute. Ne? Ja, man kann jetzt ein Basisteam, die Basisteam-Einstellung machen. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Man braucht jetzt nicht mehr irgendwie in Extra-Einstellungen rein und dann wieder den Mannschaftsnamen ändern. Ihr habt hier einen schönen Überblick. Ich habe hier zum Beispiel mit einem Bayern-Emblem meinen Main-Kader eingestellt, mit dem ich momentan zocke. Hier Messi schon eingebaut, Leute. Ja, ihr geht auf Mannschaft und dann seht ihr hier Basisteam-Einstellungen, Leute. Und dann könnt ihr individuell euren Namen, euer Kürzel und eure Trikots, also welche Trikots soll euer Team
haben, könnt ihr hier einstellen. Das nochmal einmal kurz dazu. Das ist ein neues Feature, dass man das direkt machen kann und unter Strategieliste könnt ihr das dann individuell gestalten. Zum Beispiel habe ich hier BVB Stars, Leute, auch geil, ne? BVB All-Stars hier mit Aubameyang, Brandt, Isak, geile Player dabei, Leute. Ja, ein Haaland, Moukoko, Kolla, Pulisic, Adeyemi, Kagawa. Und so könnt ihr eure Teams hier bauen. Und das ist erstmal neu, Leute. Es gibt auch hier eine Startup-Campaign. Ihr seht, das Trikot oben rechts wird kommen, Leute, ne? Ihr bekommt auf jeden Fall am Anfang diese Zufallsdeals. Das ist dieses Geschenk, dieses pinke Geschenk, wo ihr Spieler ziehen könnt. Gehe ich gleich mit euch nochmal rein, ne? Login-Boni auf jeden Fall alle abholen. Bekommt ihr auch 4 Epics, ne? Am Start. Dann hier seht ihr es, 120 Coins, 100 Coins, ne? 50% Erlass unten rechts. Und viele, viele Challenge Experience Points von 80.000. Ihr bekommt alles hier, ne? Leute, also auf jeden Fall alles am Anfang auch abschließen, ne? Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Ja, Startup Edition ist jetzt im Shop am Start. Hier haben wir jetzt momentan diese Epics. Da werden vielleicht auch sogar schon morgen oder beziehungsweise heute, wenn ich das Video rausbringe, oder ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so ist, dass jetzt immer Montag und Donnerstags neue Karten kommen. Hier haben wir das Japan-Pack am Start. Diese Italien-Karten sind gekommen. Das ist alles neu, Leute, ne? Starter-Events auf jeden Fall mitmachen. Gibt es einen Zufallsdeal. Aber diese Events und alles, da hat sich nicht viel verändert. Wenn wir hier mal reingucken, Leute, es ist weiterhin die eFootball-Liga am Start. Es ist alles so ein bisschen anders angeordnet. Ja? Es sieht ein bisschen fresher aus, ne? Es ist, wie gesagt, augenfreundlich. Hier sieht man es nochmal sehr, sehr gut in Division 2 gestartet. Ich bin ja in Division 5 abgestiegen, weil ich gar nicht mehr Main Account gezockt habe. Hier ist die Anordnung jetzt anders, ne? In der Mitte sieht man die Divisionsverteilung, die Belohnungen, die könnt ihr hier abrufen. Was bekommt man eigentlich beim Aufstieg und so weiter? Was sind die Spezialbelohnungen? Am interessantesten ist es hier in Division 1, diese 10-mal Fähigkeitsprogramme zu halten, die Shoes. Dann könnt ihr die Spieler individuell leveln. Da werde ich ein extra Video drüber machen. Also, Leute, alles sehr, sehr stylisch. Ja, auf jeden Fall in Ordnung, Leute. Beim Freundschaftsspiel haben wir jetzt für alle nochmal, für die Koop-Fans vielleicht auch interessant, die Funktionen Koop-Spielraum zu erstellen. Und was Neues, das ist auf jeden Fall cool. Da braucht ihr nicht mehr random irgendeine Raumsuche, wenn ihr zum Beispiel drei Freunde in eurer Freundesliste habt und irgendwie, ja, keine Ahnung, 2 gegen 2, 3 gegen 3 spielen wollt, dann könnt ihr jetzt hier auf L3 klicken. Und dann könnt ihr hier Leute mit Dreieck einladen, ne, aus eurer PSN-Liste, ne? Dann könnt ihr hier auf Freunde gehen und dann sind eure Freunde am Start, ne? Ja, das ist das Geile, Leute. Ja, das ist eine neue Funktion, wo ihr dann hier im Koop Spaß mit euren Freunden haben könnt. Ganz, ganz wichtig, auch saugeil, finde ich. Also leider noch keine Koop-Events, aber sie steigern sich und fügen immer wieder was hinzu. Ne? Schnelles Online-Spiel, das ist alles gleich geblieben, Leute. Hier diese Events sind zum Start verfügbar. Ja, was ein bisschen schade ist, ist bei diesem Event hier, Leute, bei diesem Nationalteam-Event, wenn man das macht, ich gehe jetzt noch mal drauf, ich habe das schon erledigt, dann ist es so, wenn man jetzt irgendwie ja, sich ein Team baut, beziehungsweise zu Partie geht, dass man jetzt zum Beispiel irgendwie diesen Deutschlandkader zur Verfügung hat, dann einem 4 oder 5 Leihspieler zugeordnet werden. Das ist für die Leute geil, die noch gar kein Nationalteam sich gebaut haben, ne? Ja, die noch nicht so viele Spieler haben. Für die Neulinge ist es natürlich sicherlich geil, aber für uns total nervig, weil die werden hier random reingeworfen und wir müssen dann wieder hier in die Reservespieler gucken, wo sind unsere Deutschen, die ich hier drin hatte, weil wir wollen auch gar nicht mit den schlechteren Standardspielern spielen. Diese Leihspieler sind alles Standardspieler, die ausgelevelt sind. Will ich eigentlich gar nicht. Das ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich, für diejenigen, die schon reingegrindet sind, ne? Ja. Dann haben wir hier ein Event, da könnt ihr mal gucken, ne? Da gibt es diese 10.000 EP, wer zu wenig EP hat, das hier alles auf jeden Fall erspielen, gerade als RTG-Zocker, wenn ihr kein Geld investieren wollt, Leute, ne? Ja, das ist alles neu, Leute, hier bei Authentisch Team, ja, da könnt ihr diese Freundschaftsspiele machen, online oder Probespiel. Und was jetzt ein bisschen schade ist hier, dass wirklich nur die Partnerteams am Start sind weiterhin, Leute. Hier zum Beispiel in Frankreich haben sie nur Monaco, hier haben sie nur Arsenal und Menu. Hier haben sie diese Nationalmannschaft, mit denen man spielen kann. Alles viel zu wenig. Alles viel zu wenig, verstehe ich auch nicht. Offline-Content ist auf jeden Fall vorbereitet, aber noch nicht integriert, habe ich den Eindruck, ja? Das heißt hier nochmal J-League, das ist schwach. Was ja neu gekommen ist, da habe ich ein Video drüber gemacht, ist Regen, Schnee, aber online könnt ihr den nicht einstellen, weil das würde ja zum Nachteil führen, wenn wir jetzt, sage ich mal,
jemanden ärgern wollen, stellen wir Schnee ein. Und wir sind bestimmt auch verärgert, wenn es das letzte Aufstiegsmatch ist und der Gegner stellt irgendwie Regen oder Schnee ein und wir glitschen da über den Platz. Das haben sie, finde ich, gut gemacht. Hat im Online-Gaming nichts zu suchen. Das war bei PES anders, da konnte man ja schön die Leute ärgern. Ne? Wie gesagt, im Strategiemenü, der ganze Hintergrund ist neu, Leute, dass man hier auch auf einzelne Spieler gehen kann, dass man hier jetzt die Statistiken der Spieler sieht. Ne? Man sieht jetzt hier unten, ich werde mich nochmal wegbewegen hier, sieht man jetzt hier auf der linken Seite 46 Tage, Vertragsdauer hat jetzt Dembele noch, der hat 103 Spiele gemacht, 15 Tore, 15 Vorlagen. Also man muss sagen, für die Anzahl der Spiele, ich habe ihn auch, glaube ich, nur eingewechselt, nicht ganz so geil. Also ihr könnt eure alten Spieler jetzt auch mal angucken. Ne? Sehr, sehr übersichtlich gemacht. Wie gesagt, ich finde dieses Pink auch hier echt mal zutreffend und endlich mal gute Farben insgesamt für alles gewählt. Was noch neu ist, zum Beispiel, ihr könnt jetzt hier auf X drücken und gedrückt halten. Dann sieht man überall, wo Brandt halt spielen kann, ne? Wo seine Position ist, im zentralen Mittelfeld eine 94, Leute. Hier als HS halt sieht man sofort, wenn ich in den dunklen Bereich gehe, eine 86 nur, Leute, ne? Ja, also in diesem hellen Bereich können diese Spieler dann gut agieren, ja? Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Wie gesagt, hier alles noch gleich. Hier die Basiseinstellung habe ich euch erklärt. Das ist auf jeden Fall neu dazugekommen, Leute. Ersatzspieler haben sie ja letztens schon mehrere hinzugefügt. Alles sehr, sehr nice. Eigentlich im Aussehen, außer das komplette Menü hier, Leute. Wenn wir hier auf Vertrag ganz rechts gehen, Leute, dann ist das auf jeden Fall neu hinzugekommen hier. Das Partner Club, ja, Highlight Event sozusagen, die Selection. Da könnt ihr diese Gratis-Spieler ziehen. Sicherlich coole Spieler dabei. Ein Musiala ist dabei, auch ein Lewandowski ist dabei. Ein Davis kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Anthony macht Spaß zu spielen, ja. Thomas Müller, ja. Also, ich hätte mich hier über Tell gefreut, Leute. Wan-Bissaka ist absolut krass. Wan-Bissaka ist einer der besten, wenn nicht der beste aus dieser Selection, Leute. Sehr, sehr geil. Vielleicht ziehe ich ihn ja noch, ne? Ja, das ist ein limitierter Pool. Da könnt ihr nur mit diesen Zufallsdeals rein. Dann haben wir hier diese Selection. Das ist nochmal hier der Überblick, Leute. Das sind die neuen Kapitäne mit den Listenverträgen. Das kennen wir ja alles schon. Ich habe oben 4-5 Sterne. Könnt ihr mir alle holen, aber finde die Spieler hier nicht so interessant, Leute. Also da hätten sie bestimmt geilere reinbringen können. Dann haben wir hier noch diese J-League Selection, Leute, ne? Wo ihr reingehen könnt. Und diese mexikanische, ne? Im Aufbau alles gleich geblieben, Leute. Was sich halt massiv geändert hat, aber da werde ich ein einzelnes Video drüber bringen, ist dieses Gameplay, das neue, Leute. Das möchte ich mit euch wirklich im Gameplay Breakthrough auseinandernehmen und meine Eindrücke davon euch präsentieren. Das machen wir extra. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Es ist schon eine sehr, sehr große Neuerung, dass man hier keinen Teamspielstil mehr hat. Ihr seht das hier, die Kollektivstärke 2903. Ja, es kommt jetzt mehr auf den Trainer an. Früher hatte man dann 100er Teamspielstil und dann war das so, dass die Spieler, wenn sie zum Teamspielstil passen und wenn man sie so gelevelt hat, einen besseren Wert hatten und wenn nicht, dann nicht. Also würde man jetzt hier, sage ich mal, den Teamspielstil auf Ballbesitz umstellen, dann hätten die Spieler schlechtere Werte. Ist im Endeffekt aber eigentlich ähnlich geblieben, weil ihr seht es hier, spiele ich auf Angerbar-Konter, habe ich eine Kollektivstärke, rechts sieht man es, die gelbe Zahl, von 2903 spiele ich im Ballbesitz 2484. Also eigentlich ist es alles gleich geblieben. Die Spieler haben auch in der Aufstellung alle 3 Punkte mehr von dem Max-Rating, als sie im Endeffekt angezeigt werden unter mein Team oder ja, im Normal, unter mein Team als normale Werte. Ne? Ja, das heißt, es kommt jetzt hier auf jeden Fall auf den Trainer an. Ich kann euch das mal präsentieren. So, Leute, wir haben hier ja den Christo Valbuena. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Ballbesitztrainer nehmen, hier seht ihr es, der Ballbesitz hat eine 87. Wenn wir den jetzt einstellen, zack, hat der auch eine 2903, aber der spielt in Ballbesitz, Leute. Ne? Da müsst ihr aufpassen. Ja, jeder Spieler kann jetzt alles spielen. Jeder Spieler kann jetzt alles spielen, aber wenn wir im Spiel zum Beispiel auf langer Ball Konter wechseln, ist die Kollektivstärke schlechter. Oder schneller Konter. Ja, oder über die Seiten. Oder hier. Langer Ball ist ganz schlecht. Ihr müsst immer auf den Trainer gucken. Zum Beispiel hier hat der Trainer einen Wert und man sieht das jetzt hier schlecht. Ich werde meine Kamera nochmal wegnehmen, Leute. Ja. So, langer Ball Konter über die Seiten kann er spielen, aber Ballbesitz ist er am stärksten von der Kollektivstärke. Also auf gar keinen Fall mit diesem Trainer schneller Konter und langer Ball Konter spielen, ne? Aber das werde ich nochmal beim Einsteiger-Tipps- und Tricks-Tutorial euch präsentieren, Leute. Ne? Ihr geht mal einmal in die Controller-Einstellungen, Leute. Hier in die Spieleinstellungen, Controller. Ja, da gehen wir einfach mal rein. Und dann auf die Detail-Einstellungen mit Dreieck. Da hat sich geändert und das ist auch neu.
dass man hier den scharfen Antritt hat. Seht ihr das? Scharfer Antritt. Ich mache das mit zweimal drücken, das kann man auch per einmal drücken einstellen. Also R2-Taste einmal reindrücken, dann sprintet er sofort los mit so einem Boost. Und ich mache das immer klack, klack, zweimal. Ne? Das hat sich auch geändert, das ist halt neu drin. Sollte ich irgendwas jetzt wirklich vergessen haben, Leute, ne? Dann tut es mir leid. Schreibt es in die Kommentare. Ihr seid die Pros. Leute, Like an dieser Stelle wäre nice. Ich habe euch so einen kleinen Überblick über das Game gegeben. Ja, vom Gameplay, was sich verändert hat. Das ist nochmal eine andere Geschichte, Leute. Da gehen wir rein. Aber ihr seht schon an meinem Grinsen. Ich glaube, da hat sich einiges zum Positiven verändert, Leute. Das zeigen auch meine Umfragen. Werde ich aber im neuen Video behandeln. Leute, macht's gut. Euer Chris Cross. Liken. Kostenlos abonnieren und live auf Twitch gucken. Bis dann, meine eFootball-Pass-Friends. Ciao.